Mahlzeit, ihr alten Flachzangen. Ja, hier ist mal wieder euer Kalle. Ich schwitze mir hier mal wieder die Klöten ab. Bei fast 40 Grad, bei den Spaniokels hier. Mitten im Sommer, arschwarm, gehst du fast kaputt. Aber was soll's. Hier haben wir so alte Ausgrabungen, ne? Guck dir das mal an. Das sieht aus wie in Lüdenscheid, ne? Bei diesem Westfalenstadion, oder wie heißt die alte Schrumpelbude nochmal? Keine Ahnung. Aber so ähnlich sieht es da jedenfalls auch aus. Und naja, als Fußballexperte muss man natürlich gucken, wie sieht es hier beim Land der Weltmeister aus. Und das werde ich euch jetzt zeigen, liebe Leute. Also, bis gleich. Amigos. Reiß die Bude ab, reiß die Bude ab. Ja, nach dem Motto könnte man sagen, wurde hier damals gebaut. Also, Freunde der Wasserwaage waren das auch nicht, ne? Guck mal hier, alles krumm und schief, kein Mörtel dazwischen. Also richtige Kacke, ne? Also bei uns im Ruhrpott, da ist es besser, ne? Also Baukultur, kennen die Italiener, gut, damals Römer, haben die gar nicht gekannt. Ne? Die wissen gar nicht, was das ist. Die nehmen ein paar Steinchen, basteln die da aufeinander, rotzen ein bisschen rein, ne, damit das klebt, zack, Pizza dazwischen und dann meinen sie, so, jetzt haben sie hier so ein richtig schönes Häuschen gebaut. Ja, Kacke ist, ne? Da brauchst du gar nicht auf meine Schuhe, ne? Das sind die ist die neueste Mode von, na, ich will jetzt ja keine Schleichwerbung machen, ne? Und die Schnellficker-Buchse habe ich natürlich auch wieder an. Ist doch ganz klar. Wer im Urlaub fährt, so wie ich, der ist auch immer ausgerüstet. Ich habe für jeden Scheiß was dabei. Heute bin ich sportlich drauf. Ich dachte, komm, hier, alte Arena, kannst ein bisschen pölen, nix. Nur Steine und Dreck. Aber vielleicht gibt es ja noch ein bisschen mehr zu sehen. Schauen wir mal. Boah, Alter, ey. Bald auf die Fresse gelegt. Also wirklich, vom Bauen haben sie hier nicht viel drauf. Ich meine, Kalle ist ja schon ein alter Mann. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Leute. Also, ihr, ja genau, hier. Die Spanier, ne? Unsere spanischen Freunde, ihr seid doch bekannt, dass ihr so richtig feuriges Temperament habt. Ne? Also fast so wie euer Kalle, ne? Immer am Rumblöken, Schreien, Saufen und was da alles zugehört. Ole, ole und was ihr da immer alles macht. Ne? Ich meine, der Raúl, der ist ja genauso. Ne? Der flitzt da ja durch die Schalke Arena wie so ein angestochener Stier. Ne? Aber hier ist nichts los. So, also, was machen wir? Ist das heiß, ey. Läuft die Suppe in den Arsch runter. Wir bauen jetzt erstmal hier die National-Vuvuzela. Schwarz-Rot-Gold zusammen. Leider habe ich meine Königsblau zu Hause gelassen, weil als Staatsgast muss man natürlich auch hier vernünftige Geschenke mitbringen und man muss sich ja auch repräsentieren. Ne? Und ja, so habe ich mir dieses Teilchen hier von Angela geholt. Ja, die Angela, die steht ja auch so ein Quatsch, die guckt ja auch mal die Fußballspiele, aber die sitzt da immer irgendwie so ein bisschen spackig, ne? Wie so ein Vollhorst, ne? Also als Frau halt praktisch. Da siehst du immer die dicken Pausbäckchen, wie so ein kleiner Hamster, ne, wenn sie ein Tor schießen. Ne, und dann hüpft sie, springt sie auf, und denkst du immer, steht auf, wenn ihr Schalker seid und schon sitzt sie wieder. Wahrscheinlich kann sie ihr Gewicht nicht so lange halten. Ist ja egal. Also, wir werden jetzt hier die Vuvuzela mal so ein bisschen quälen. Mal gucken, ob wir den einen oder anderen Blödmann finden, den wir damit verarschen können. Und dann geht's weiter. Bis gleich. Schnell, der Hund. So, wollen wir so ein bisschen für Stimmung sorgen, weil viel ist hier nicht los. Man sehen kann, mal gucken, ob der den Schalker Vereinssieg kennt hier vorne. Der rührt sie gar nicht. Also der hat, glaube ich, irgendwie einen im Tee oder der hat zu viel Paella gefressen. Eins von beiden. Also normal ist das nicht. Ich glaube, ich hätte mich so zusammengezuckt, da wäre erstmal der Köttel aus der Buchse gekommen. Ne? Naja, gut, kann man nicht viel machen. Spaß verstehen sie nicht. Das war übrigens auch kein Spanier. Das war irgendwas anderes. Aber ist auch scheißegal. Wer keinen Spaß versteht, der kann mich mal am Arsch lecken. Nur damit du Bescheid bist und nicht friert. Ne? Ja. So, Mahlzeit. Alles Paletti oder was? Also sprachvor sind manche schon. Also manche Tours kann ich mir so richtig vorstellen, das sind so richtige Arschgeigen. Auch viele Deutsche, ne? Wir kennen das ja, ne? Die stehen morgens um 5 Uhr auf, erstmal mit der Handtücher da, alles blockieren und machen sich dann natürlich unbeliebt. Da pennt schon eine. Mahlzeit! Wie geht's? Ich wollte in eine Potica, da kann man noch Sachen kaufen. Ich wollte ein Trikot vom Lionel Messi. Den kennt ihr, ne? Messi, der mit dem Prinz Eisenherz schnitt. Wale. Ja, der nie aufräumt. Deswegen heißt er ja Messi. I don't understand. German, sorry. Ah, okay, gut. Er spricht nicht Deutsch. Ich übersetze mal, ich bin ja simultan Übersetzer. Nicht Deutsch. Do you speak English? A little bit. Aha.
Amigo. Amigo. Amigo, amigo. Trikot hier? Trikot. Trikot Messi, der nie aufräumt. Messi. Prinz Eisenherz von Barcelona. He lives in Barcelona. Ja. Driver nowhere. Trikot. Hier, kaufen. Ah, Schalke. Pass auf. Schalke, Schalke, ja. Schalke. You know Schalke? Amigo Grande, großer Freund. Hier. Da, Geld, kennt er auch hier, ne? In Spanien. So, ich will kaufen, also ich würde dir einen, würde ich dir geben, ups, als Vermittlungsversuch. So, wenn du mir sagst, if you tell me to buy Trikot, Messi. Trikot. Ja. Ah, Trikot, hier. Messi. Ja, Messi? Ja, der Boutique, no. No? Na gut, dann geht mal wieder her, den Scheiß. Alles klar. Ja, trotzdem, danke. Bisschen Schalker, das ist gut so. So Leute wie dich brauchen wir. Also, wenn du mal zu Hause rausfliegst, Kollege, ne? Komm nach Gelsenkirchen. Bei mir kommst du unter. Ich gebe dir gleich mal meine Telefonnummer. Ne? Alles klar. Also, wie gesagt, in Deutschland bist du immer herzlich willkommen. Macht's gut, bis dann. Tschüss, euer Kalle. Ich geh jetzt mal gucken, was es hier so an Kultur gibt. Schalke, hallo. Königs, Blau, Schalke, hello. Hello. Woo. Yeah. Give me five. Leute, Affenhitze hier in Spanien, wie damals 82 in Córdoba. Könnt ihr euch daran erinnern, ne? Hier, die Fußballschlacht bei der WM. Und was sehen wir hier im Hintergrund, ne, wo ich das hier sehe, die alte Pulle? Kennt ihr noch den Spruch der Sprüche von der Bundesliga? Was erlauben, Strunz, Flasche leer. Da hinten, da steht der Mann, der das gesagt hat. Den haben sie sogar hier in Spanien, zu Ehren dieser Dummbabbelei, haben sie dem hier ein Denkmal gesetzt. Und das finde ich mal richtig gut. Das macht die Spanier richtig sympathisch. Und du, Giovanni, weißt du was? Du kannst jederzeit zu uns auf Schalke kommen. Weil du bist nämlich auch eine richtig coole Sau. Und eigentlich gehörst du im Pott. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt hier von den ganz alten Katakomben, hier von dem alten Rotz. Und jetzt gehen wir mal richtig ein feiern oder mal am Strand, mal gucken, was hier sonst noch bei der Spanier los ist. Bis dann, Leute. Bleibt dran. So, Leute, hier in der tiefsten Pampa sind wir in Spanien. Auf dem Bauernhof. Das gefällt mir so richtig. Ne? Ich meine, im Ruhrpott, da haben wir ja viele Häuser und den ganzen Kram, der dazugehört. Und hier am Bauernhof so ein altes, ranzigen Gaul. Du hast ja überall Fliegen am Auge. Was ist denn los mit dir, hä, Kollege? Ja. Komm. Kalle ist ein Tierfreund, ne? Hey, sag mal. So, hier. Aber der ist sauer. Aber sauer macht lustig, das kennst du ja, ne? Und schmeckt? Ja. Hallo. Ja. Zu verrückt oder was? Wie man sieht, hier die Tiere sind sehr zutraulich. Die verstehen sogar ein bisschen Deutsch. Ne? Komm mal her, lecker. Da ist es. So. Und das gefällt mir. Ne? Also, das ist wie bei Bonanza hier. Spanien kann ich nur empfehlen. Ne? Also, wenn ihr mal ein bisschen mehr Kohle habt, als nach Wanne-Eickel zu verreisen, dann kommt man hier an der Costa Brava, Leute. In diesem Sinne, buenos dias, muchachos. Euer Kalle. Hörst du wohl auf? Füßt mir das Mikro auf, du Spakolanski. Jetzt reicht. So, liebe Leute, also eigentlich wollte ich ja noch in die Disse gehen, aber so wirklich wird da nichts, ne? Ich meine, die wollten mir morgen wieder so einen Knopf annehmen, ne? Und ja, was ist los? Hier ist der beschissene Knopf. Also, da hört's auf mit Gastfreundschaft, ne? Das ist ja Verarsche. Jetzt können wir mal gucken. 27-Sterne-Hotel, ne? So, wo kriegen wir so hin? Boah, was hat denn TBC? Die Ruhe. Na, Kollegas, hey, was ist los? Muchachos? So. Hallo. Hola. Hier ist euer Kalle nochmal. Also, ich muss jetzt mal hier eine kleine Beschwerde loswerden, ne? Weil ihr seid ja eigentlich ganz cool drauf, ne? Aber mit dem Knopf, das hat nicht funktioniert. So, hier. Guck mal, Buchse habe ich heute Morgen abgeliefert. Da, Knopf annähen, habe ich gesagt. Da. Ne? Da gehört er dran. Deutsche Wertarbeit. Ne? Ja, nix, Patex. Hier, Nadel und Faden. Was haben sie gemacht? Hier, Leute, guck mal her. Ja, nicht immer da auf die Tusse. Hier ist der Kalle. Da. Haben sie abgerissen. Ja, jetzt sucht sie nach eine Schere. Oder nach einem Nadel und Faden, weiß ich nicht. Was macht sie? Hä? Ja, wenn ihr so weitermacht, dann wird das nichts hier mit eurer Staatsrettung. Der Bankrott, der ist, glaube ich, vorprogrammiert. Na gut, lassen wir sie mal kurz, gehen wir mal kurz gucken. Hier, das ist unser Frühstücksraum. Hotel 1A, muss ich sagen.
Und hier, was haben wir hier? Das ist der Frühstücksraum, der sieht aber jetzt ein bisschen anders aus als heute Morgen. Der ist ausgelegt mit, was ist das hier, Leichentücher oder was? Was haben die denn hier gemacht? Ja? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie sind die ein bisschen Panne. Ja, ja, guck mal, da hat's es. Ja, super. Dankeschön. Das, soll ich das jetzt machen oder was? Könnt ihr das? Könnt ihr so ein bisschen nähen? Der Knopf heute Morgen, ne? Den habt ihr ja hier so falsch dran genäht oder geklebt, was auch immer ihr gemacht habt. Und jetzt ist er wieder ab. Ne? Klären wir gleich. Morgen früh nochmal anrufen, ne? Zum Wecken. Könnt ihr uns morgen früh anrufen? Da kann ich nicht viel mit, ne? Anrufen. Hier, wo ist das Telefon? Da. Zimmer 115. No comprendo, lo siento. Wecken. Habt ihr gemacht? Sí. Perfekt. Gut. Also ich würde sagen, die kriegt richtig was auf die Reihe. Ich lasse das jetzt hier liegen. Du machst das schön fertig und morgen früh um 8.15 Uhr hole ich das wieder ab. Ich gehe jetzt nämlich in der Disse ein bisschen feiern. Na, hier ist doch richtig was los in dem Ort, oder? Spanien ist ja dafür bekannt. Wir gehen jetzt einmal saufen mit meinem Kameramann und dann melden wir uns vielleicht morgen früh wieder. Bis dahin wünsche ich euch gute Nacht aus Spanien. Buenos Dias, euer Kalle.